Hallo, ich bin der Emanuel Großmeister. Heute stelle ich euch das Lego-Set zum 19. Jubiläum vor. Die Burg der Löwenritter. Ich mache auch noch ein kleines Unboxing dazu. Wenn ihr wollt, wenn ihr wollt, bleibt dran, zeige euch was Cooles. Hier seht ihr jetzt das große Set mit 4.514 Einzelteile und ist wirklich ein sehr großes Set. Das sieht man auch nicht so oft bei Lego. Lego hat dieses Set herausgebracht zur Erinnerung an die legendären Sets von damals. Und jetzt zeigen wir euch den Inhalt der Box. Jetzt holen wir den Innenkarton raus. Der ist zur Stabilität, ist der bei den großen Sets immer da. Und dann machen wir gleich weiter und holen die nächsten Tütchen raus. So, hier sehen wir jetzt den Pappkarton. Früher war das Ganze noch in einer Folie eingepackt. Das haben sie auch schon geändert. Klimafreundlich Ganze gemacht. Sehr schön. Dann haben wir hier die zwei Bauanleitungen an sich zum Bauen. Und in der ersten Anleitung ist schon mal gleich die Geschichte drin, wie sie dazu gekommen sind, da jetzt ein Jubiläumsset draus zu machen. Richtig cool gemacht. Finde ich das also so. Die ganzen Sets von vorher zum Teil und wie sie das jetzt auch dann umgesetzt haben, wird auch noch gut schön beschrieben, das Ganze. Wie das gemacht ist, sehr schön gemacht. Und dann sehen wir jetzt die Schilder an sich, wie die das alte zu ein bisschen moderner hingekriegt haben. Das Königswappen der Löwenritter, sehr schön gemacht. So, hier könnt ihr jetzt in der Anleitung sehen, wie es fertig aufgebaut aussieht. Und ich werde dann auch noch ein Video dazu machen, wie es fertig aufgebaut aussieht, die Burg. Und dann verabschiede ich mich. Ich bin noch einmal ein Großmeister und macht's gut.